Willkommen zurück zu Final Fantasy X. Wir sind hier im Heimdall-Bett, was gerade von Linguado und Yevon angegriffen wird. Riku, wir sind da. Hörst du mich? Wir sind da. Hier ist Majmako. Udrafins Federn. Mitsamt dem Monster. Was hat er gesagt? Wir müssen unter Ground. Wo ist Yuna? Summoner Sanctum, this way! Achtung! Mob! Ah! Clown. Mega Potion. Nice. Davon nehme ich gerne was. Ha! Confused daneben. Noob. Die Lulau ist einfach unglaublich, was die ausweichen kann. Warte mal, der kann doch jetzt Hass einsetzen. Mahahaha. Jetzt geht's rund. Da, und weg. Naja, nicht ganz. Halbwegs weg. Walker bitte, weil mir sind die Viecher gerade ziemlich unangenehm. Luse da zum Beispiel. Jawohl. Und das machen wir gleich nochmal. Aber diesmal säuf ich dich. Oh. Au. Hey, der ist doch blind, willst du mich verarschen? Das kann ja nicht sein. Krücke. So, wir probieren es mal mit Eis. Ist ein guter Angriff. Okay, Oren und Wichsen hat man glaube ich noch nicht. Nehmen wir mal erstmal Oren. Oh, 2000 kritisch. Jawoll. Nee, das lassen wir mal noch. Wir nehmen mal kurz ein Item. Gut. Tauschen das kurz mit Riku. Denn das Teil wird wahrscheinlich noch einen Mega-Potion haben. Das nehmen wir natürlich mit. Na, schade, doch nicht. Hätte ja sein können. Man muss ja nicht auf alles vorbereitet sein. Oho, man hat überlebt. Ja, egal. Also doch nichts mit dem Leveln. Hey, Level up. Schon wieder. Mann, da will man gerade mal was trinken. Und da denkst du, die laufen weiter. Ach so. Verzeihung. Musste sein. Komm ich hier lang? Tatsächlich. Ich habe irgendwie nie das Gefühl gehabt, dass ich hier das durchsuchen konnte. Aber gut zu wissen. No, not that way. Na, lass mich doch. Oh. Ja, genau. Polarfunk mal 3. Nein, nicht schweigen. Ich hoffe, die nimmt das stumm raus. Das könnte unschön werden. Item. Goldnadel, Echokraut. Oh Gott. Die wissen schon, warum sie auf Lulu drauf gehen. Wir gehen hier nochmal auf Clown. Blitzkugel. Ha, daneben. Mistkrücke, Alter. Dich hole ich mir jetzt amtlich. Ja. Dich tauschen wir mal aus gegen mich selbst. Nehme ich jetzt mal eben Hast oder noch keinen setzen. Würde sich noch lohnen. Ja, machen wir mal. Ha!
Null. Au. Das Teil muss auch mit Kraftbrecher belegt werden. So, Feuerer. Okay. Zieht nicht fair ab. Wen hat man jetzt noch nicht? Walker? Walker hat man noch nicht. Machen wir mal Blind Heap. Scheint zu funktionieren, das ist gut. Schwarzmagie. Blitzra. Oh. Blöde Mistkrücke. Die Mari hat man noch nicht. Das lohnt sich aber hier. Oh, zack. So, wie war das hier? Feuer und Wasser, ne? Gut, dann... Nee, Blitz mache ich lieber nicht. Das Teil kann selbst Blitz einsetzen. Ich habe manchmal so eine Ahnung, dass es irgendwie Blitz absorbieren kann. Rico... Nehmen wir mal Rico. Dann... Oh, Bettmedizin ist immer gut. Oh, momentan schon 3000 Lebenspunkte. Ah ja. Die Aktion war umsonst für dich, mein Freund. Ach, schön, wenn man Rico in der Olbet dabei hat. So, nehmen wir mal Gilklau, mal gucken. Oh, 462 kann man schon mal machen, ist eine ganze Menge. Panzerbrecher ist Quatsch. Dem hilft das ja nicht. Immer mal Magiebrecher auf den zweiten. So, das bleibt jetzt erstmal. Nehmen wir ihn. Versuchen so schnell wie möglich den Rest von diesem Typen hier wegzuhauen. Egal. Wenn es jetzt übertot ist. Pff. Ah, passt schon. Oha. Naja, Magiebrecher, sag ich doch. Aber es haut trotzdem ganz schön rein. 2600 geht noch. Na, könnte hinkommen. Jawohl. Ich hab da nämlich gerade noch... Ja, immer mit der Ruhe. Ich habe mich nämlich hier auch nie wirklich umgeschaut. Passwort. 2 plus 1, 3 mal 1. Warte mal, 2 plus 1. 3. 3 mal 1. 3. Oder? Ja, 3 mal 1, 3. 7 minus 1 sind 6. Und 4 plus 1 sind 5. Bin ich bekloppt? 2 plus 1 sind 3. Oder 3 mal 1. War 3 mal 1 3 oder 1? Alter, ich weiß das gerade nicht mehr. Scheiße. Ich mache mich gerade hier zum Löffel, ne? Sind sie euer Bett? Ich hätte nie nehmen sollen, ne? Hä? Was ist denn das Orbit Anführers? Wer ist der Sohn des Orbit Anführers? Brüderchen. Leben die Orbit? Wo? Okay. Wie sind Orbit of Orbit auszusprechen? Ach du Kacke. Ah, war richtig. Tech-Sphärid erhalten. Pass
Jetzt muss ich gucken. Und... Ein... Das D soll T heißen, nehme ich mal an. Das N soll ein R sein. Ach so, nee, hä? Zehnerstelle, was soll denn das sein? Ach, umgedreht. Oh. Darauf musst du jetzt erstmal kommen. Dreimal. Drei. Sechs. Und fünf. Oh, also war es doch richtig. Mann, du wirst hier vollkommen überfordert. Was weiß ich. Autosave, ja. Nein. Ja, kombinieren. Danke. Oh, ich bin weg. Ciao. So, hier haben wir nichts mehr. Dann gehen wir nochmal eben hier oben rein. Ah, siehst du mal, hier ist noch eine Kiste. Oh, Bettmedizin. Mal 6. Nein! Oh. Nein! Zum Glück. Und tschüss. Die muss ich ja zum Glück nicht machen. Ich habe jetzt nicht damit gerechnet, dass hier unten Mobs kommen. Okay, hier geht's nicht weiter. Da haben wir eine Speichersphäre. Speichern wir mal eben ab. Tempel Magalania Vorraum. Fertig. So, da hinten geht es nicht so weiter. Also, da lang wollte ich gerade sagen. Ich bin zuerst dran. Niemand sonst. Tschüss. Puh. Jetzt muss ich kurz gucken, was kann dieses Sphärin, was wir gerade gefunden haben. Fortuna Tech. Aktiviert. Aha. Kenne ich auch noch nicht. Freigesetzte Spezialfelder. Das sind die Spezialfelder. Ah, interessant. Du kriegst ja echt noch Dinge, wo du nicht willst, wofür die gut sind. Ich war halt noch nie so wirklich gründlich mit der Suche bei den Items. This place done for. You're right. You're right, Waka. We, Albed, we weren't always like this. Sin destroyed the island where we all used to live. After that, we were scattered to every corner of Spira. But then, my dad brought the Albed together again. If we put our minds to it and worked together, then we could make a new home. Everyone worked hard. We had our home back again. But now... Why did things have to turn out this way? Riku! Damn those Guado! What are they thinking? Die Ausrottung der Albed. Oder wahrscheinlich, weil wir gerade in der Nähe sind. Sowohl als auch so. Kamachka würde was bringen, aber es mal hast. Was? Du setzt auf mich Feuer ein? Ich zeig dir mal, was ein Magier ist. So macht man Schaden, mein Freund. Oh Gott. Oh, der Hund. Den tun wir zur Sicherheit mal. Magie abwenden. Na, ja, das könnte funktioniert haben. Wenn er wieder auf Owen trifft, wissen wir... Ja, das hat abgewehrt. So, nochmal den da. Mistkrücke. So. Haben wir noch genug? Ja, wir haben noch genug. Aber.
Wie viel? Ach, die hat noch mehr als genug. Wirkt überhaupt? Nee, natürlich, wirkt natürlich nicht. Ach, Mist. Gut. Polarwind, das ist gut. So. Auf wen hat man jetzt Magiebrecher? Den. Dann machen wir das andere auf ihn hier. Schön. Bin herzaufs begeistert. Scheint auch zu funktionieren. So, immer weiter drauf. Wir werden mit Rico gleich mal wieder Old Bad Medizin benutzen. Für Lulu natürlich sehr gut. Okay, so, Kraftbrecher. Hat noch keiner von denen. Nochmal auf den, der hat nämlich das meiste Leben. Falls er nämlich gleich noch wieder auf dumme Gedanken kommt. Dass wir das vorbeugen können. So. Mit dem Ball ihn übergezimmert. So was Blödes. Oh ja, sieht gut aus. Ich muss, glaube ich, mit Rico den Typen noch beklauen, wenn ich mich irre. Ja, genau. Eisrahmen nochmal. So. Gehen wir mal auf Gilklau-Jagd hier. Gibt immer ein 300. Ich tue mir das nämlich alles zusammensparen gerade für... Ihr werdet schon sehen, was. Ich nehme mal einen in den nächsten... Was kommt denn danach? Könnte... in den nächsten 20 Parts irgendwann auftauchen. Also ich gehe nämlich jetzt davon aus, dass ich so lange brauchen werde, aber mal gucken. Schöne Strapse. Was anderes fällt dir dazu nicht ein? Nein. Denkst du, da kommt schon wieder Wasser, willst du trinken? Oh, Mann. Riku, what is the Summoner's Sanctum? The Summoner's Sanctum is where we keep the Summoners. We keep them safe there. You kidnapped them. I know it's against the teachings and all that. I get why you did it, but... Well, I sure don't get it, Waka. They might get hurt on their pilgrimage. So you kidnap them? I mean, if the Summoners don't do their job, then who will beat Sin? You want to protect them, I know. But Guardians are there for that. If Guardians do their job well, Summoners will be safe. Right? Right? It's quiet. Kimari goes now. Wie dem Kinder was erklären will, Alter, könntest du ausflippen, ne? Nicht mal Owen. Sagen, da unten war noch eine Kiste, da will ich hin. Ich habe schon gedacht, ich komme da nicht mehr hin jetzt. Oh. So, hier noch irgendwo was. Da ist eine Kiste. Ha!
Level 4 Spheropas, die sind da richtig selten. Was geht denn hier ab? Ich kann mich nicht erinnern, dass das im Originalspiel war. Komisch. She's not here. Hello again. Wait there until we have performed the sending. They died, protecting us. It's not much, but the least we can do is give them a proper sending. Hey, what's sacrificed? The Albed said summoners were being sacrificed. That summoners shouldn't have to do a pilgrimage. Why couldn't they trust guardians to protect the summoners? The Albed had no right stopping their pilgrimage. The pilgrimages have to stop. If they don't, and they get to Xanarkand, they might defeat Sin. Uni could, but then she... Uni will die, you know? You know, don't you? Summoner's journey to get the final Aeon. Yuna told you, didn't she? With the final Aeon, she can beat Sin. But then, if she calls it, then the final Aeon's gonna kill her. Even if she defeats Sin, it will kill Uni too, you know? Tell me why. Why were you hiding it? Why didn't I know? We weren't hiding it. It was just too hard to say. Don't you think we tried to stop her? She follows her heart. Yuna, she knew what she was doing when she chose to become a summoner. To face Sin, yeah? Yuna knew. But Waka, that's just totally wrong. Summoners shouldn't have to sacrifice themselves just so the rest of Spirit can be happy, right? Live in fear of Sin, you know that. A world without Sin. That is the dream of all Yevon's children. And we will use that power even if it means our lives. Together. Let's beat Sin. I told her all the things. We could. And all along, the whole time, I didn't know anything. But Yuna, she'd just smile.
Hey, watch. Hey, you got pretty good. You sound sad. Yeah, maybe. Want to scream? I really don't think that's gonna help this time. You know what? Hmm? It's embarrassing to say this myself, but summoners and their guardians are kind of like Spira's ray of light. A lot of people in Spira depend on us. I learned to practice smiling when I'm feeling sad, you know. I know it's hard. Yeah, I understand. I think. Right, now let's see what you can do. I want my journey to be full of laughter. I can't let her die. I'll find her. Ja, und ab hier merkt man halt erst wirklich die Geschichte, wie sich das hier so abspielt, ne? Das ist schon krass. Wieder 10.000 Gil. Ja. Ist schon, wie gesagt, hier sieht man dann oder kriegt man halt damit, wie man sich vielleicht die Gedanken drüber macht, wie das ausgehen könnte alles, das ist schon Wahnsinn. Das ist das Luftschiff, was wir ausgegraben haben, relativ zu Anfang. Odessa, go, go, go! 3 Minuten, Maft! Reno, Reno! We reach 1 minute! Where's Yuna? Ajanuha Hupun? Ajanuha Yemeja! I said, where is she? Answer me, damn you! What'll you do when you find her, eh? I didn't know anything about what a summoner is supposed to do. And I told her all those things without even knowing. I've got to tell her. I've got to tell her I'm sorry. That's it? You're gonna tell her you're sorry. And then you just drag her to Zanarkand and make her fight Sheen, huh? You're all the same. Let the summoner die so we can live in peace. No! Words! Show me action! I'm telling you, she won't die! Boy, don't forget those words. 'Cause if you do, I'm gonna make you regret it. I won't. So you know where she is? Of course not! That's why we're gonna look! Using this airship! Airship? Lidran! Neito Doku! Marine! Even Mechard 1,000 years, Uchantia!
street! Frida Jo, Wicho. E-A-U-E. No woman, no. Rain me, yo, chu, yo, go. Asate kana, kutama. What's going on? We're gonna blow up our home. How? With one of the forbidden machina. Hey, go! Ida! So, bevor es jetzt hier zum Feuern kommt, machen wir erstmal hier Schluss. Ich weiß gar nicht, wie lange das jetzt noch dauern wird. Wir sind nämlich schon mal weit drüber. Gut, dann würde ich sagen, wir machen jetzt erstmal hier Schluss und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn der Simon in die Luft fliegt, wieder. Bis dahin, haut rein. Ciao!